Ein Blick auf die Startaufstellung für den ersten Lauf der Mini-Klasse. Das sieht vorne die Startnummer 111. Valentin Gluss, der Baden-Württembergtimer vom Nes Racing. Neben ihm mit der 145 Farin Megger von der Kart Schmiede. In der zweiten Startreihe mit der 112 Sondre Norheim, ebenfalls ein Starter der Kart Schmiede. Und die 126 Nikita Gense vom Beule Kart Racing Team. Giuseppe Fico, die 146 und Karim Baik, die 123 dann in der dritten Startreihe. Und in der vierten Startreihe sehen wir die 120 Dominik Reuters und die 122 Richard Thomas. Viktor Nielsen, die 155 und Alexander Renner, die 199. Dann in der fünften Startreihe und in der sechsten Startreihe die 114 Austin Lee und mit der 118 Florian Domzoll. Diese 12 Starter gehen dann gleich auf die Reise über 9 Minuten und eine Runde. Nikita Gense mit der Startnummer 126 hier als Vierter, der ist der Führende nach 3 gewonnenen Läufen in Genk in dieser Klasse. Er steht direkt hinter Farin Megger, beziehungsweise rollt direkt hinter Farin Megger an den Start. Der Startnummer 145, der ist derzeit Zweiter mit 47 Punkten. Und Sondre Norheim, der hier als Dritter an den Start geht, er ist auch im Gesamtklassement Dritter mit 42 Punkten. Also eine enge Kiste ist das. Auf diesen Plätzen. Und zu diesen Plätzen gehört auch noch Valentin Kluss, der hier von der Pole ins Rennen geht. Der ist Vierter, hat 39 Punkte auf seinem Konto, also 3 Punkte weniger als Norheim. Norheim fehlen 5 Punkte zu Farin Megger. Also jetzt kommen sie angerollt und der Start ist freigegeben und sofort ist es Valentin Kluss, der sich nach vorne schieben kann. Schaut sich vor der ersten Kurve dann noch einmal um. Wer ist hinter mir und sieht dort Farin Megger und direkt nebeneinander Sondre Norheim und Nikita Gense, die sich dann immer noch nicht in den restlichen Kurven einig sind. Die beiden immer noch eigentlich auf einer Linie fast zusammen. Und dann hat sich aber Norheim gegen Gense durchgesetzt. Durch diesen Zweikampf dort hinten konnte sich Kluss und konnte sich dann auch der Farin Megger schon mal so ein bisschen wegfahren. Und jetzt Nikita Gense im Windschatten drin von Sondre Norheim. Aber Gense muss aufpassen. Hinter ihm, da ist nämlich noch der Karim Breik unterwegs. Der könnte natürlich ebenfalls relativ schnell nach vorne gehen, wenn hier Gense versucht, an Norheim vorbeizugehen. Und einer versucht auf jeden Fall vorbeizugehen. Und das ist der Farin Megger an Valentin Kluss. Kommt aber nicht vorbei an der 111. Ja, der Valentin Kluss, der Fahrer aus Bad Mergentheim, der hier im vergangenen Jahr mit einem 8. und 2 6. Plätzen nach Hause gekommen ist. Und das war bisher auch sein bestes Ergebnis hier in Kerpen. Und ich schaue jetzt nämlich gerade ein bisschen vorsichtig auf Platz 3. Denn da sah es kurz danach aus, als würde Gense an Norheim vorbeigehen. Und dann ist er weg, Nikita Gense, nicht mehr hinter Sondre Norheim unterwegs, sondern, ja, wo ist er denn? Schauen wir es uns mal an, wenn die Fahrer hier zurückkommen. Denn ich meinte auch, gelbe Flaggen dort auf der Strecke dann gesehen zu haben. Da sind sie wieder zurück. Also vorne Sondre Norheim und dann ist schon unterwegs der Giuseppe Fico auf Platz Nummer 4 und auf Platz Nummer 5 sehen wir den Dominik Reuters. Ja, Gense kommt als 10.
hier vorbei und Sondre Norheim, der kommt nicht mehr vorbei. Also das ging nicht gut, dieser Zweikampf zwischen Sondre Norheim und zwischen Nikita Gense. Das heißt aber auch, dass hier der Karim Baik die 123 jetzt auf Platz 3 nach vorne gekommen ist. Der Fahrer aus Großen, wie der 13-Jährige, beziehungsweise wird in diesem Jahr noch 13, hat sich also jetzt auf Platz 3 gefahren. Und jetzt wird's vorne eng. Wir haben noch 5 Minuten 30 Sekunden und vorne wird immer enger. Und dann kommt der erste Angriff hier von Farin Megger auf den Valentin Kluss, aber der lässt ihn so einfach dann doch nicht vorbei, macht dem Valentin Kluss dann doch nicht so einfach, wie er das gerne hätte. So, wieder zurück, wieder auf Platz 1 und 2. Keine Veränderung. Auch dahinter nicht. Aber Giuseppe Fico, ich habe den Eindruck, der holt jetzt langsam so ein bisschen Schwung. Fahrerlagerkurve wäre so ein Punkt, wo man ganz gerne mal angreift. Da kann man zumindest sich den Vordermann schon mal zurechtlegen für die Start- und Zielgeraden. Aber Giuseppe Fico, er schert aus, bleibt aber dann hinten, merkt, im Endeffekt reicht es hinten nicht ganz raus, aber dann geht er vorbei. In der Kurve 3, Giuseppe Fico dadurch auf Platz 3 nach vorne gekommen, der Fahrer aus Ibbenbüren. Auf Platz 3 sein bestes Ergebnis, das war 2016 hier in Kerpen mit 2 zweiten Plätzen, nachdem er zuvor Sechster geworden war. Und durch diesen Zweikampf zwischen Fico und Breik hat sich jetzt auch der Dominik Reuters auf Platz 4 herangefahren an diesen 2. Und Dominik Reuters will ebenfalls da noch ein Wörtchen mitreden. Ist derzeit Fünfter in der laufenden Meisterschaft mit 35 Punkten. Ihm fehlen also 4 Punkte eigentlich auf Valentin Kluss. Aber Valentin Kluss für ihn jetzt schon mal auf und davon. Da ist keine Chance mehr für Reuters, den Kluss einzuholen. Denn der ist beschäftigt, nämlich mit Farin Megger. Und für Farin Megger sieht es so aus, dass er jetzt die Chance hat, zumindest näher ranzukommen an Nikita Gense. Gense mit der Startnummer 126 noch immer auf Platz 10 unterwegs. Und da fährt wer raus? Giuseppe Fico muss rausfahren in die Box. Oh, technisches Problem bei Fico. Das Ganze 2 Minuten 50 vor Abschluss dieses Rennens. Das ist natürlich Pech für ihn. Auf Platz 3 liegen und damit ist Karin Baik wieder zurück auf Platz 3. Dominik Reuters ist Vierter. Und auf Platz 5 dann der Viktor Nielsen vor Richard Thomas und Alexander Renner. Renner, der ist auf Platz 7 unterwegs in seinem allerersten Rennen. Und da ist er vorbei. Farin Megger hat sich jetzt den Valentin Kluss erstmal geschnappt. Er weiß natürlich auch, dass er diese 25 Punkte dringendst braucht gegenüber Nikita Gense, um an ihn heranzukommen. Und er weiß natürlich als zweites, dass wenn er diesen Lauf gewinnt, er morgen in Lauf 2 von der Pole, sprich von der ersten Startposition aus, ins Rennen gehen kann, während Nikita Gense in der vierten Startreihe dann stehen wird. Also so sehen im Moment die Ausgangspositionen aus. Und wir haben noch 1:26 auf der Uhr. Dann geht's in die letzte Runde. Es soll heißen,
Ich schätze mal noch 3 Runden in diesem Rennen, damit man sich so ein bisschen einteilen kann. Und vorne dieser Zweikampf zwischen Mega und Klus und dahinter der Zweikampf zwischen Karim Baik und Dominik Reuters. Auch der hat es natürlich dementsprechend dann noch in sich. Auch bei denen geht es natürlich rein darum, hier noch die wichtigen Punkte zu holen. Aber wir sind jetzt so in den letzten Zügen dieses Laufes. Deswegen vorne an der Spitze. Kommt der Angriff oder kommt er nicht? Und was macht Dominik Reuters gegenüber dem Karim Baik, der mit der 123 im weißen Helm unterwegs ist? Der grüne Helm, das ist der Dominik Reuters mit der Startnummer 120. Wieder oben im Wäldchen. Wieder bleibt Reuters hinter Baik. Dann geht's runter in Richtung Tal, während hier die Führenden kommen. Und da sieht man schon, da ist Farin Mecker schon ein bisschen weggekommen. Ola sah schon nach einem ersten Angriff von Dominik Reuters aus. Der war hier kurzzeitig, kurz vor der Mutkurve, war er vorne, beziehungsweise neben Karim Baik. Und jetzt läuft die letzte Runde. Wird das Dominik Reuters noch schaffen? Wird er da noch vorbeikommen? An Baik wird er damit ebenfalls natürlich dann weiter nach vorne kommen im Klassement. Aber auch für Baik geht es natürlich darum, nach vorne zu kommen. Er ist Zehnter in der laufenden Meisterschaft. Und jetzt ist aber der Valentin Klus wieder im Windschatten drin von Farin Megger. Und da biegen sie ein. Und wer geht als Erster über die Linie? Und das sieht mir ganz nach Farin Megger aus. Valentin Klus wird Zweiter. Und der nächste Zweikampf, den gewinnt Karim Baik, der sich riesig über diesen dritten Platz freut. Also dann Karim Baik auf Platz 3, Dominik Reuters wird Vierter. Nikita Gense holt sich hier noch den 5. Platz, fährt in den letzten 3 Runden von Platz 8 auf Platz 5 noch nach vorne und kommt damit vor dem Viktor Nielsen ins Ziel. Alexander Renner wird 7., Richard Thomas als 8., Austin Lee wird 9. und Florian Domzoll kommt als 10. dann an. Ja, und für Giuseppe Fico und für Sondre Norheim, da war das Ganze nicht so erfolgreich. Die mussten schon frühzeitig hier ihre Karts dann abstellen. Da sehen wir nochmal das Ergebnis.